Der nächste Kampf ist angesetzt auf einen Fall. Und jetzt kommt jemand, den wir schon lange nicht mehr bei der GWF gesehen haben. Ein Mann, der deutsche Wrestling-Geschichte geschrieben hat. Und die Atmosphäre, die verändert sich. Berlin wird zu Bad Bones City. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 104 Kilogramm. Der amtierende WXW World Unified Wrestling Champion aus Bad Bones City. Bad Bones. Unglaublich, wie dieser Mann hier begrüßt wird. Er ist auch ein Star, der die Massen spaltet. Es gibt Leute, die ihn befürworten, es gibt Leute, die ihn absolut nicht ausstehen können. Völlig egal, er bringt Leistung im Ring. Deswegen ist er hier bei Grandstand Wrestling aufgestellt. Und deswegen steigt er jetzt hier in diesen prestigeträchtigen Ring. Der Lost Rebel, der nichts bereut. Sein Motto ist Regret Nothing. Das hier ist Bad Bones John Klinger. And the German Psycho, best in Europe, ehemaliger Middleweight Champion der GWF. Und sein Gegner, der hat es in sich. Er ist die Maschine, wie wir es hier auch lesen. The Machine. Hier sehen wir ihn. Sein Gegner auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 113 Kilogramm. Der Superstar von Lucha Underground aus Area 559, The Machine, Brian Cage. Das Match verspricht ein absoluter Leckerbissen zu sein. Es würde mich nicht wundern, wenn unsere Patreons dieses Match zum Pre-Match für YouTube wählen. Die haben ja die Möglichkeit zu entscheiden, welches Match die GWF for free bei YouTube hochlädt. Ja. Ganz genau. Wenn ihr dabei sein wollt, dann besucht unsere Website wearegwf.com. Schaut da vorbei, checkt unser Programm aus. Die German Wrestling Federation bietet euch Action pur. Und das sehen wir jetzt hier in diesem großen Aufeinandertreffen von zwei Stars, ja, die es absolut in sich haben. Bad Bones John Klinger und dieser Mann, Brian Cage. Er ist die Maschine und der Körperbau, der spricht so ein bisschen für sich, würde ich sagen. Einer der stärksten Wrestler, wenn nicht der stärkste Wrestler, den ich bisher live sehen durfte. Von Lucha Underground. Die Reaktionen sind auch sehr interessant in diesem Kampf. Cage wird sehr bejubelt, Bad Bones so ein bisschen gespalten, beide haben... Naja, er hat schon seine Bad Bones Chance bekommen. Du hörst es. Also beide haben hier ihre Fans. Ich glaube, hier wird es einen offenen Schlagabtausch auch bei den Chants der Fans geben. Ja? Definitiv. Zwei Stars, der WXW Unified World Wrestling Champion, Bad Bones John Klinger, auf der anderen Seite der Lucha Underground Star Cage. Und du hörst es, hier sind die Brian Cage Fans da drüben, die Bad Bones Chants. Es verspricht spannend zu werden. Definitiv, während es hier jetzt gerade immer weiter dämmert, immer dunkler wird, wir immer mehr Licht benötigen in der Zitadelle Spandau. Eine einzigartige Location, eine einzigartige Atmosphäre. Da sehen wir jetzt hier diese beiden Stars aufeinandertreffen. Ja, die ersten Abtastversuche dieser beiden. Während es jetzt hier in Spandau anfängt zu regnen, das erschwert natürlich auch nochmal die Bedingungen hier. Ich hoffe, dass es nur ein kurzer Schauer ist, der uns hier besucht. Bis jetzt hatten wir verdammtes Glück mit dem Wetter. Bad Bones konnte hier den Rippen durchbringen, fängt sich aber den Schulterblock vom Brian Cage, der ihn zu Boden schickt. Die Maschine hier im Ring. Er hat diesen Namen nicht umsonst bekommen, bringt diese Power mit in den Ring.
die eigentlich nahezu unvergleichlich ist. Und Bad Bones zeigt sich beeindruckt, aber noch lange, lange nicht geschlagen. Schafft jetzt hier den Side-Headlock-Ansatz. Ja, geht hin und her zwischen diesen beiden. Jetzt mal in die Seile. Ist natürlich gefährlich und für die beiden. Bad Bones kommt mit dem Dropkick durch. Wenn es hier nasser wird, dann ist es natürlich auch nochmal eine Herausforderung für die beiden Wrestler hier. Aber wir können froh sein, dass unsere Ringmatte hier aus tatsächlich aus Baumwolle ist und nicht wie bei einigen anderen Ringen eine glatte Plane. Dann würde es jetzt echt eine Rutschpartie für die beiden werden, die sich jetzt hier offenen Schlagabtausch geben. Kick von Brian Cage gegen Bad Bones Brust, der jetzt hier Berg mit Elbows kontert, sich aber im Seil der European Uppercut fängt. Oh, Bad Body Drop von Bad Bones hier. Bad Bones mit seinen Befürwortern hier und er packt den Chop aus. Und jetzt sitzt als letztes harte Schläge in der Ringecke nach. Wieder ein Wippenansatz hier, der kontert wird. Locker er da über Bad Bones springt und den Dropkick hier durchbringt. Brian Cage aus Kalifornien kam er hier eingereist. Aus der 559-Region. Lucha Underground Superstar. Die Maschine, die wir hier im Ring sehen. Und wie locker er sich hier Bad Bones auf die Schulter hebt. Dachte, er schafft das Konter hier. Ja, das ist natürlich und wieder hier diese Lockerheit, mit der Brian Cage seinen Gegner hier durch die Gegend wuchtet. Und der Neckbreaker. Ein absoluter Allrounder. Brian Cage, der hier das Cover ansetzt. Nur bis zwei. Bad Bones City wird hier jetzt etwas erschüttert. Bis jetzt hat Bad Bones hier noch nicht die passende Antwort auf The Machine Brian Cage gefunden. Noch nicht, aber das kann natürlich noch kommen. Also wirklich bisher ein Duell so ein bisschen auf Augenhöhe, auch wenn gerade Cage hier so ein bisschen die Führung des Matches übernimmt. Und so schnell kann es gehen. Ansatz zum. Aber wieder kann sich Brian Cage befreien und schickt Bones mit einer Lariat krachend auf die Bretter. Und jetzt wird sich hier ausgekontert. Oh, Vertical Suplex hier. Und er hält ihn in der Luft. Unglaublich. Diese Bad Bones, den Mann mit 108 Kilogramm. Ja, einfach mal so. Und er hält ihn immer noch. Das hier ist eine pure Kraftdemonstration. Deswegen wird dieser Mann The Machine genannt. Und er nimmt ihn mit nach unten. Oh, und man sieht es. Bones ist angeschlagen. Wird er sich davon nochmal erholen können? Absolut fertig natürlich. Da fließt das Blut in den Kopf. Dann knallst du auf die Matte, dann der Moonsault und dann nicht das Ende des Matches. Standing Moonsault, doch Bones kickt bei 2 aus. Über 10 Jahre Ringerfahrung bringt Brian Cage in diesen Kampf mit und Bad Bones sogar über, noch mehr. Über 12. Der hat sein Debüt 2004. Und Brian Cage setzt die Offensive an. Aber fängt sich ein Big Boot von Bones. Der weicht dem Elbow Drop aus. Das ist hier so ein hochklassiges Match. Und jetzt Match. Kommt Bones zurück und Konter auf Konter, die wissen auf so viele Aktionen einfach eine Antwort. Jetzt Bad Bones mit dem Versuch. Cover nur bis 2 hier. Und jetzt ist Bones am Drücker hier. Ja, Cage so ein bisschen, ja, caught off guard, würde man im Englischen sagen. So ein bisschen, ja, auf dem falschen Fuß erwischt worden. Und das
Alter, schaut der hier. Das merkt man natürlich gerade. Definitiv. Der Cage hier in die Ecke schickt. Unglaublich. Jedes Match bis jetzt noch eine Steigerung. Ja. Keiner schenkt hier irgendeinem den Sieg. Harter Rippeln jetzt von Bones in die Ecke. Und da muss Brian Cage durchatmen. Noch immer leichter Nieselregen hier in der Zitadelle, hier in Spandau. Aber der Stimmung, wie du es merkst, tut dies keinen Abbruch. Die Fans sind da, die Fans, die machen Stimmung, die machen diese Atmosphäre auch so einzigartig. Man muss sagen, es ist so eine einzigartige Atmosphäre hier. Und Matt Bones. Wieder muss Brian Cage in die Ringecke, rutscht dann runter und sitzt auf der Matte. Kämpft sich hier jetzt zurück und Bones wartet nur drauf, dass er wieder steht. Und Ansatz, doch Konter! Ja, und auch hier wieder eine Antwort von Brian Cage, der jetzt hier die Clotheslines durchbringt, den Elbow hinterher und den Kick ans Kinn von Bad Bones John Klinger. Und schon hat sich das Match wieder komplett gedreht. Brian Cage wieder am Drücker, Ansatz zum Backbody Drop. Doch zum zweiten Mal schafft Bad Bones diesen zu kontern. Oh! Guck dir das an, diese Kraft, die Brian Cage hat. Hebt seine Gegner hier einfach raus, wirft ihn auf die Matte, kann jetzt natürlich wieder in eine andere Art und Weise der Offensive schalten. Und fordert jetzt hier die Fans auf, ihn anzufeuern, wartet darauf, dass Bad Bones in der Ecke steht. Anlauf doch! Bad Bones kontert und schickt Brian Cage face first in den Turnbuckle. Ja, mit dem Gesicht voraus der WXW Unified World Wrestling Champion, der hier gerade seine Offensive zeigt. Hier jetzt. Und wieder nimmt der Anlauf, Big Splash in der Ringecke, zieht ihn in die Ringecke, doch wieder Brian Cage, der kontert auf Bad Bones, kann es anfangen und kommt mit dem Spear durch die Seile. Das ist wie eine Karussellfahrt, es dreht sich immer wieder weiter. Ah, Superkick gekontert, Lariat, das ist die gefährlichste Waffe von Cage, auch die gekontert. Und jetzt immer wieder die Kicks hier. Jetzt kommt der erste Kick durch. Und Brian Cage ist wieder am Drücker. Doch wieder mit der Lariat, die nicht durchkommt. Und German Suplex von Bad Bones hier. Und jetzt sitzt der Kick am Kinn von Brian Cage. Das Cover. Eins, zwei, drei. Ah, Kick out. Aber du siehst hier natürlich diese technischen Sequenzen, Roberto. Das ist unglaublich. Es geht hin und her. Die schenken sich nichts. Und Bad Bones als erster wieder halbwegs fit. Cage rollt jetzt hier aus dem Ring. Bad Bones in der Ringmitte. Ideale Position für ein Suicide Dive hier. Den kennt man natürlich aus seinem Arsenal. Die Frage, will er ihn jetzt durchbringen? Die Frage, hat Cage ihn gesehen? Was wird passieren? Cage steht draußen. Bad Bones unterm zweiten Seil durch. Erwischt Brian Cage. Volle Kanne hier und rollt ihn zurück in den Ring. Jetzt die Hochrisikoaktion, die er hier plant. Man kennt es aus dem Arsenal von Bad Bones, der Missile Dropkick. Der verfehlt sein Ziel. Seltenst das Cover, aber nicht der Sieg. Zwei, Brian Cage kickt in letzter Sekunde hier aus. Der WXW Unified World Wrestling Champion nicht siegreich nach dieser Aktion. Eine seiner stärksten Aktionen, aber Cage befreit sich. Langsam macht sich so ein bisschen die Verzweiflung bei Bad Bones breit. Bones überlegt, was er jetzt hier noch auspacken kann, um diesen Mann endgültig auf die Matte zu bringen. Ja, Cage kontert wieder. Also es ist wirklich ein Hin und Her dieser beiden so erfahrenen Wrestler. Oh, Lando. Und er schickt Bones gegen den Ringpfosten. Jetzt der Ansatz. Pump Handle Slam. Oh, was für eine Landung von Bad Bones, das war's. Oh nein, Bones kickt aus. Unglaublich, diese beiden, die geben sich alles, was sie haben. Immer noch regnerisch hier in Berlin, das macht das Ganze natürlich noch schwieriger für diese beiden, die natürlich auch gerne die Seile für ihre Offensive nutzen. Und die Seile, die sind jetzt rutschig. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie hier ihr Match abbrechen werden. Deshalb eher im Gegenteil. Suplex übers Seil. Cover 1, 2. Ah, Kick out von 9.
Das gibt es einfach nicht. Das ist so eine Kraftdemonstration von Brian Cage. Immer und immer wieder. Was hat er denn jetzt vor? Jetzt will er das Ding beenden. Jetzt ist es soweit. Jetzt sehen wir das Beste Ansatz aus seinem Arsenal. Disco Lariat hier. Und nein, die geht nicht durch. Ansatz von bei uns zum Crossface. Doch, Brian Cage kontert wieder. Ah. Und Bones kontert wieder. Ah. Und der German Suplex geht durch. Er hat Brian Cage weiter im Griff. Zeigt er gleich einen weiteren hinterher. Wird es die Serie doch? Nein, Brian Cage kontert. Oh. Wow. Kopflandung für Cage. Das könnte es gewesen sein. Das könnte es gewesen Eins, sein. Eins, zwei, nein, drei. Und der Pin geht wieder nicht durch. Unglaublich hier. Und sofort in den Crossface. Jetzt hat Bones ihn im Crossface. Gibt Brian Cage hier aus. Nein, er rettet sich ins Seil. Der Referee zählt Bones an. Ja, und Bones der Rebel muss lösen hier. Der führt hier nicht zur Aufgabe. Der Lost Rebel Bad Bones John Klinger mit den besten Stücken seiner Offensive, mit den besten Stücken, die er hier gegen ja, Cage einsetzt aus seinem Arsenal. Aber oh. Der kommt zurück. Der Regen wird stärker, die Bedingungen werden härter und oh. Da kommt der 818. Der 619 in Brian Cage Version, der 818, er geht aufs Top Rope. Oh, bringt den Elbow ins Ziel. Eins, zwei. Oh, in Bad Bones. Bad Bones kickt aus in letzter Sekunde. Unglaublich, der Ref zeigt's an. Bad Bones liegt K.O. am Boden. Ich glaube nicht, dass er gedacht hat, dass es so schwer wird. Dass er so viel hier auspacken muss. Jetzt ist die Frage, kann Bad Bones hier nochmal Luft bekommen, um zu kontern? Oder macht Brian Cage jetzt hier den Sack zu? Ah. Nein, Bad Bones kontert, Einroller, eins, zwei, ja, wieder zwei Count. Unglaublich, es geht wieder hin und her. Offener Schlagabtausch hier jetzt im Ring zwischen den beiden. Ja, und da gibt auch keiner nach. Ach, wie, wo, warum auch? Hier geht's um die Ehre. Diese rechten Hände von Cage, diese Vorarmschläge, die setzen. Oh, und ein Superkick von Moser noch. Der streift irgendwie an Cage ab. Doch jetzt hat er mit dem Big Boot nochmal nachgesetzt. Und Cage hängt in der Ringecke. Vorarm. Was setzt er? Was für ein Match! Double Knee Strike gegen die Brust von Cage. Doch der kommt mit der Discus Lariat zurück. Was das? Er muss sich aufrappeln. Jetzt müsste er den Pin durchgehen. Das muss es eigentlich gewesen sein. Das ist der Finisher. Doch er liegt am Boden. Cage liegt auch am Boden. Die haben es beide so eingeschenkt. Ja? Das. Brian Cage hier nicht das Cover im Anschluss an die Discus Lariat zeigen kann. Ja, der Ringrichter zählt beide an und beide kommen Arm in Arm nach oben. Aber das Arm in Arm, das bleibt nicht lange. Oh. Der F5 sitzt. Eins, zwei, ein. Unglaublich, Bones kickt bei zweieinhalb aus. Welche Aktion soll denn hier das Ende bringen? Ich fasse es nicht. Dem Ring zum Trotz schenken die beiden Männer sich ja ohne Ende ein. Powerbomb-Ansatz in die Ecke. Fuck. Es geht nach oben. Das ist noch riskanter. Noch riskanter als sowieso schon diese Hochrisikoaktionen. Jetzt zeigt es an. Wenn es nass jetzt ist. Jetzt will er den Sack zumachen. Noch Bones. Rutscht runter. Boah! German Suplex vom zweiten Seil praktisch hier. Und jetzt Bones oben. Kommt mit einem eingesprungenen. Das muss es gewesen sein. Und das und war's. Und Bones sind das Cover durch. Und hier ist der Sieger. Bad Bones John Klee.
Match hier. Diese beiden haben alles gegeben. Aber der WXW Unified World Wrestling Champion, der Lost Travel, der ist hier siegreich. Unter schweren Bedingungen, unter Regen, fährt er hier den Sieg ein und gewinnt das Ganze. Und Cage, zu dem muss man ja auch sagen, der hat hier so hart gekämpft. Diese beiden waren so auf Augenhöhe. Unglaublich. Und jetzt gibt es hier noch eine Diskussion zwischen den beiden. Und den Handshake, die Umarmung. John Klinger. Und Applaus für einen hervorragenden Gast aus den USA. The Machine, Brian Cage. Ein unglaubliches Match hier. Im Ring. Das Schlachtfeld steht bereit. Alle 90 Sekunden kommt ein weiterer Teilnehmer. Man wirft einen Teilnehmer über das oberste Seil nach draußen. Der Sieger ist Herausforderer Nummer 1 auf den GWF-Champion. Vier Männer, die Final Four des Battlefield-Matches. Mit hohem Bogen geht Ivan Diev raus. Und er kann eliminieren Orlando Silva. Und jetzt die letzten zwei, der finale Showdown, geben und nehmen zwischen Cash Maniakan und Chris Cole. Er kann es raus. Nein, besten Herz schlägt noch härter. Die Wolverine greift sich an Seil. Wer gewinnt Battlefield? Erker kommt. Es ist Zeit für das Schlachtfeld. It's time for the battlefield!